Können wir uns bald über ein Liebescomeback von Harry Styles und Kendall Jenner freuen? Das Model und der Popstar haben ihre On-Off-Beziehung zwar nie wirklich offiziell bestätigt, doch mehrere Events zeigten die beiden rund um 2013 total verliebt. Nun sind TikTok-Videos aufgetaucht, die die Gerüchteküche um eine erneute Liebelei anheizen. Die Videos wurden während eines Konzertes des Sängers in Los Angeles aufgenommen. Darin zu sehen ist Harry, der seinen Song Love of My Life performt und eine Kusshand ins Publikum wirft. Ein Schlenker der Kamera zeigt, dass die Kusshand in Richtung Kendall Jenner ging, die ebenfalls im Publikum ist. Ist der Song mit dieser klaren Message etwa an das Model höchstpersönlich gerichtet? Immerhin sind die beiden Stars wieder Single. Vor kurzem wurde bekannt, dass Harry Styles und Schauspielerin Olivia Wilde sich getrennt haben. Und auch Kendall Jenner soll Gerüchten zufolge nicht mehr mit Devin Booker zusammen sein, wie People berichtet. Demnach soll als Grund für ihre Trennung die fehlende Zweisamkeit aufgrund ihrer stressigen Berufe gewesen sein. Harry Styles und Kendall Jenner haben sich zu den Gerüchten bisher noch nicht geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob in Zukunft jemals ein offizielles Statement veröffentlicht wird.